Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. ABCB1 ist beispielsweise ein Gen, das ein Protein kodiert, das eine Transportfunktion hat und die Verteilung einiger Medikamente beeinflusst. Es ist in der Blut-Hirn-Schranke vorhanden, der Barriere, die steuert, was in das Gehirn hinein und aus ihm heraus gelangt. Das Arzneimittel gelangt ins Gehirn, entfaltet seine Wirkung und ABCB1 ist für den Transport des Arzneimittels vom Gehirn in den Blutkreislauf verantwortlich, damit es sich nicht im Gehirn ansammelt. Kommt es zu einer Mutation im ABCB1-Gen, die zu einem nicht funktionsfähigen Transporter führt, kommt es zur Anreicherung des Medikaments im Gehirn, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.